Na, hallo alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Leider ist es ja mittlerweile so, sobald man irgendwas hinterfragt, muss man in einem Video heutzutage auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung hinweisen. Das tue ich hiermit. Und auf Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes Recht auf Widerstand. Ne? So, heute mal präsentiere ich mich in der neuen Normalität. Ja, das ist ja das, was sich die Mehrzahl der Menschen in diesem Lande anscheinend wünschen. Was wäre denn noch vor einem Jahr gewesen, wenn ich so in eine Bank gegangen wäre? Oder in irgendein anderes Geschäft? Leute, ist das wirklich die Normalität, die ihr euch wünscht, die wir haben wollen in diesem Lande? Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Was kann man denn jetzt nach fast 5 Monaten zu dieser Corona-Geschichte hier sagen? Ein paar Sachen sind ganz klar. Erstens, Fake News ohne Ende. Zu keinem Zeitpunkt stand und steht auch heute noch wirklich fest, wie viele Infizierte es wirklich gibt, weil der PCR-Test fehlerhaft ist. Jede Meldung, die ihr im Radio, im Fernsehen hört über die Infiziertenzahl, sind Fake News. Zweitens, die Todeszahlen, die sogenannten Corona-Opfer, stand zu keinem Zeitpunkt, auch heute noch nicht fest, wie viele Menschen denn als Todesursache dieses Virus gestorben sind. Steht nicht fest. Also jede Zahl, die man dort hört, sind ebenfalls Fake News. Diese Masken, der Maskenquatsch, nützt überhaupt nichts. Wenn es wirklich ein Killer-Virus wäre, dann hätten wir total abgekackt, auch hier in Deutschland. Weil die Volksvertreter, die uns vertreten sollen, absolute Nullen sind. Weil wir einen Bankkaufmann als Gesundheitsminister haben. Es ist alles nicht mehr auszuhalten. Was ich in die Runde schicken möchte, wie lange möchtet ihr dieses Theater wirklich noch mitmachen? Jetzt dauert es noch 2,5, 3 Monate, dann kommt die nächste Grippewelle. Apropos Grippe, ist euch das schon aufgefallen? Es gibt keine Grippe mehr, es gibt nur noch Corona. Jedes Jahr sterben, sieht man die Zahlen. Also jeder, der lesen kann und selbst denken kann, sollte doch spätestens da mal hellhörig werden. Seit Jahrzehnten sterben jedes Jahr, weiß ich nicht, zwischen 10 und 15.000 Menschen an Grippe in Deutschland. Und jetzt, dieses Jahr, waren es keine 500. Aber dafür 8.000 Corona-Tote. Wie offensichtlich soll die Verarsche denn noch sein, Leute? Wann sagt ihr Stopp? Und wie kann man das machen? Zuallererst mal hiermit. Natürlich will ich niemanden zu irgendwas auffordern. Ich kann nur sagen, was ich mache. Ich tue grundsätzlich zwar das Ding hier dabei haben, aber es immer auslassen. Und erst wenn mich wirklich jemand blöde anmacht, versuche ich normal mit ihm zu reden. Wenn es zu doof wird, dann ziehe ich halt mal für die 2 Minuten das Teil an. Ansonsten, warum? Die Viren gehen da durch wie es ist Schwachsinn. Da bräuchte jeder mindestens eine FPP2 oder FPP3 Maske. So viel haben wir gar nicht vorrätig, obwohl es seit 2012 schon eine Pandemie durchgeplant und durchgespielt wurde. Und was haben wir hier in Deutschland? Aber sich munter die Diäten erhöhen und Steuergelder verpulvern für alles Mögliche, dass über Generationen hinaus die Kinder und Kindeskinder in diesem Land dürfen die Schulden abbezahlen. Wie lange wollt ihr euch das Ganze noch angucken? Wie offensichtlich soll es noch sein, dass es kein Killer-Virus-Fake-Pandemie ist? Es ist ein Fake, das was da gemacht wird. Okay, Fake News am Stück. So meine ganz persönliche Meinung, Recht auf freie Meinungsäußerung. Und vielleicht kann ich ja einfach den einen oder anderen mal dazu bringen, mal selbst ein bisschen nachzudenken. Ist denn das die Welt, in der ihr leben wollt, in der wir jetzt nur noch hier das ganze Jahr nur noch so rumrennen, nur noch Abstand halten, gar nicht mehr zusammenkommen? Wie hat denn die Menschheit die letzten 10.000 Jahre nur überlebt, um Gottes Willen? Wie ging denn das nur? Und wer immer noch fragt, was denn da so hinten dran steckt, ey Leute, dann macht euch doch einfach mal selbst schlau.
Macht euch mal über das Geldsystem schlau. Macht euch mal über das Wirtschaftssystem schlau. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Was würde uns helfen? Auch hier wiederum wieder Gemeinschaften werden, zusammenkommen, zusammenhalten, sich autark, unabhängig, resilient machen mit Essen, eigener Währung, Geld, eigener Energie, eigenem Wasser, dass uns keiner kann irgendwo den Hahn abdrehen, vor allen Dingen nicht irgendwelche Großkonzerne. Und wer nochmal fragt, warum soll das Ganze denn ein Fake sein alles, schaut doch einfach mal, wem es nutzt. Schaut doch mal, wem es nutzt. Mittelstand ist jetzt bald dann ganz weg. Und wer kauft sie auf dann für ein Appel und ein Ei? Das hat gar nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Wirtschaftlich werden hier so viele jetzt platt gemacht und die Leute müssen ja trotzdem weiter essen, trinken, sonst was. Und was macht ihr? Ihr rennt zu den nächsten Großkonzernen, die euch irgendeinen Mist in den Hals drücken. Anstatt zusammenzukommen und zu sagen, ich hab jetzt die Schnauze voll, ich hab keine Angst mehr. Ich gehe auf die Menschen zu und wir nehmen uns in Arm und kommen zusammen und halten zusammen, auf dass uns nicht mehr länger irgendwelche Pappnasen ausnutzen und beherrschen können, wie sie wollen. Es liegt in unserer Hand, was kommt. Bye.